Hi meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Tatsächlich ist dieses Video ein Zusatzvideo, was ich einfach so drehe, weil ich Zeit habe. Und wie ihr am Titel wahrscheinlich schon sehen könnt, ist das Video ein Favoritenvideo aus dem Monat März, beziehungsweise auch aus dem Februar so ein bisschen, also eigentlich schon seit Anfang des Jahres 2021. Ich habe ein paar neue Produkte bestellt gehabt, beziehungsweise einige Produkte, die ich schon zu Hause hatte, einfach mal so ein bisschen angefangen zu benutzen und zu testen und naja, da sind einige ziemlich coole Produkte vorbeigekommen und rumgekommen und dementsprechend würde ich sagen, wir fangen gleich mit dem Video an. Fangen wir mal beim Primer an und da habe ich den Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury in der Farbe 2 Light Clear. Steht unten drunter. Und tatsächlich ist es dieses Produkt hier. Ich liebe dieses Produkt. Das Ding mische ich mir in jede Foundation mit rein, die ich benutze. Dieses Produkt gibt so einen schönen Glow. Ich habe es auch heute in die Foundation mit drunter gemischt. Auf die Haut, dass das so, 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 so schön ist, sich damit zu schminken. Es macht jede Foundation, die auch so ein kleines bisschen trockener ist für meine Haut, so schön weich und geschmeidig und einfach nur ganz, ganz toll. Das Finish auf der Haut sieht so, so schön aus. Es ist wirklich wie eine Art Filter. Es perfektioniert die Haut grandios. Ich liebe es. Das Ding kostet 40 Euro, 41 Euro. Lohnt sich aber definitiv. Es ist eins meiner absolut liebsten Produkte aus dem Jahre 2020, seitdem ich es habe. Ich habe es im August letztes Jahr gekauft. Und im 21 immer noch. Ich liebe dieses Ding, es ist grandios. Kommen wir als nächstes zu einer Foundation, die ich wirklich jetzt in mein Herz geschlossen habe. Und das ist die Hydromaniac Stay Naked Tinted Glow Hydrator Foundation von Urban Decay. Dieses Produkt ist so schön. Ich trage die auch heute wieder. Das ist so eine schöne Foundation. Wie gesagt, zusammen mit dem Hollywood Flawless Filter gemischt ist das so eine geile Foundation. Die ist ohne Primer ein bisschen trocken auf meiner Haut. Aber wenn ich diese Kombi habe aus diesen zwei Produkten, dann habe ich echt so einen Game Changer. Das ist der Wahnsinn. Das hat eine ziemlich leichte Deckkraft, aber deckt genug ab, damit meine Haut sehr, sehr schön perfektioniert aussieht. Es kriegt nicht in die Fältchen, es hält lange in Kombination sieht es so schön glowy aus und es deckt alles genau passend perfekt für meine Haut ab. Und außerdem stimmt die Farbe. Ich habe die Farbe 20 Fair. Das ist sowas von meinem Hautton. Ich liebe diese Foundation. Wer sie noch nicht kennt, probiert sie aus. Sie ist wirklich grandios. Dann komme ich zu einem Concealer, den ich ein bisschen wiederentdeckt habe. Und tatsächlich ist das der Essence Healthy Glow Concealer. Camouflage Healthy Glow Concealer. Der ist so schön, wirklich. Das ist so ein schöner Concealer. Ich trage den seit 2 Wochen nur noch ausschließlich. Und er hat momentan so ein bisschen meinen L'Oreal Concealer abgelöst, weil der einfach fast leer ist und ich kam noch nicht wieder dazu, den mir nachzukaufen. Das ist ein wirklich, wirklich schöner Concealer. Und gerade für die Preisklasse funktioniert der so toll. Der deckt alles ab, was ich brauche. Der sitzt schön, der kriegt nicht in die Fältchen, der hält lange, die Farbe ist gut. Also ich kann wirklich nur sagen, das ist ein toller Concealer. Der Preis lohnt sich auf jeden Fall. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein tolles Produkt. Aber was ich euch jetzt zeige, ist wirklich so ein Game Changer. Ich habe 2 Blushes gefunden. Ein Puder Blush und einen Flüssig Blush und die sind beide so geil. Das ist einmal der Cheek Heat Sheer Gel Cream Blush, Blush Gel Cream Dingsbums von Maybelline in der Farbe 20 Rose Flash. Aber der kommt auf meiner Haut ziemlich peachy rüber und der ist so, so geil. Wirklich, ich liebe den. Den gebe ich mir auf meine ungepuderte Haut. Also wenn ich meinen Concealer und meine Foundation drauf habe, gebe ich mir den dann drüber und dann pudere ich erst ab. Das ist so ein schönes Produkt, das ist wirklich geil. Also wirklich, das lässt sich so gut verblenden, so, 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 so gut auftragen. Ich habe den erst ganz neu, aber ich bin jetzt schon mega begeistert und ich habe jetzt eigentlich erstmal so in die Welt von Cream und Flüssigblush reingeschnuppert und möchte mir eigentlich wirklich noch mehr davon kaufen, beziehungsweise auch mal die von Rare Beauty, wenn Rare Beauty endlich mal hier ist, in Deutschland verfügbar ist, kaufen.
weil das hat mir so die Möglichkeit dazu gegeben, das mal auszutesten. Ich liebe es. Wirklich, wirklich ganz tolles Produkt. Und dann habe ich hier ganz neu von Catrice den Cheek Lover Oil Infused Blush in der Farbe 010 Blooming Hibiscus. Das ist so ein geiles Rouge. Wirklich, wow. Echt, das ist so schön. Das ist eigentlich eher so ein Blush Luminizer Dings, irgendwas. Das gibt schon so einen schönen Glow-Up und den kann man so schön auftragen. Das ist wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Produkt. Das hat so einen Goldschimmer mit drin und ich weiß nicht, also das ist so geil. Ihr müsst danach wirklich keinen Highlighter mehr auftragen, weil das Produkt so schön Schimmer abgibt. Ich gebe mir das hier ganz hoch auf die Wangenknochen, ein bisschen auf die Nase, aufs Kinn und hier oben über die Stirn. Und das ist so ein schönes Produkt. Wirklich für die Preisklasse. Gönnt euch das Ding. Das ist toll. Wirklich. Und gerade in Kombi von den beiden, die Farben ergänzen sich so schön. Das ist ein bisschen peachiger, das ist ein bisschen roséstichiger. Und gerade dadurch, dass das halt so einen Goldschimmer drin hat, greift das Peachige so ein bisschen nochmal mit auf. Und in Kombination sieht das so schön aus. Ich liebe es. Wirklich ganz, ganz toll. Als nächstes habe ich einen Highlighter für euch. Und den kennt ihr sicherlich schon aus meinen Videos zu Genüge. Ich liebe die Highlighter von Becca. Und das ist nach dem Hatice Schmidt Berlin Girl Glow Highlighter mein absoluter Favorite. Das ist die Farbe Moonstone von Becca. Und wie ihr seht, ich habe hier schon Hit the Pan. Der ist so schön. Ich liebe die Verpackung. Ich habe ganz viele davon. Und wirklich, das ist die beste Alternative nach Berlin Girl Glow für meine Hautfarbe. Das ist so ein schönes Champagnergold. Ich habe es auch heute wieder drauf. Dieser Highlighter ist so schön, er akzentuiert keine Hautunreinheiten oder Poren oder sonstiges, sondern setzt sich wirklich wie ein Filter über die Haut. Die kosten 38 Euro und Becca ist leider Gottes auch nicht mehr lange erhältlich. Deswegen, wenn ihr die Chance noch habt, ich setze euch den Link unten in die Infobox, wie zu allen anderen Produkten. Kauft euch einen von diesen Highlightern und wenn es die Probegröße ist, kauft euch so einen, der ist so schön. Ich werde mir davon definitiv auch noch mal einen nachkaufen, dass ich noch einen als Backup hier habe. Das ist ein so, 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 so geiles Rouge. Wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen. Probiert es aus. Ich liebe Highlighter. Nicht Rouge. So ein geiler Highlighter. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich bin verliebt, wirklich. Als nächstes habe ich einen Wimpernprimer und der ist mega. Ich liebe ihn wirklich über alles. Das ist der Lash Paradise Primer für die Wimpern von L'Oreal. Und der primet die Wimpern so gut. Ich biege mir meine Wimpern vorher mit einer Wimpernzange und gebe mir das dann direkt danach auf. Und das hält den Schwung, das primet die Wimpern. Das bereitet die Wimpern so geil vor. Ich brauche weniger Mascara. Und das Ding ist so geil. Es verleiht Schwung, es verleiht Länge, es verleiht Volumen. Das Ding bereitet meine Wimpern so perfekt auf Mascara vor. Das kann ich überhaupt nicht fassen. Seitdem habe ich so schöne Wimpern, wirklich. Ich kann mich nicht glücklicher schätzen, dass ich dieses Ding in Kombination auch mit der passenden Mascara ausgetestet habe. Aber es funktioniert auch mit jeder anderen Mascara. Ich habe noch die Better Than Sex oder die Clement Doyle von Catrice oder die Anastasia Beverly Hills Mascara, diese alle so geil in Kombination mit diesem Ding. Und ohne das Teil sind meine Wimpern nicht dieselben. Also wirklich große Empfehlung dazu. Kauft euch das, das ist mega. Als nächstes kommen wir zu den Augen. Und tatsächlich habe ich da ein paar mehr Produkte, einfach weil ich sehr, sehr gerne meine Augen schminke und sehr abwechslungsreich. Und dann kommen wir zu den Lidschattenpaletten. Und da habe ich mir leider Gottes 4 ausgesucht, weil ich ohne diese nicht mehr könnte. Das sind so tolle Paletten. Und ich stelle sie euch kurz der Reihe nach vor und sage euch die Bros dazu. Und da habe ich die Day und die Holy Palette von Hatice Schmidt Labs. Und diese zwei Paletten sind der Wahnsinn. Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Die Day Palette benutze ich jeden Tag. Und ich habe hier tatsächlich 2 Stück davon. Die eine ist schon fast leer und die andere ist jetzt angefangen, weil ich die Farben einfach so geil finde.
Wie ihr seht, ich habe in der Farbe Sandstorm und in der Farbe Day schon Hittepan und hier in der Farbe Day habe ich auch schon Hittepan. Deswegen, das spricht nur für sich, dass ich diese Paletten einfach nur liebe. Ich benutze diese Palette auch für mein Gesicht oder Paletten. Ich bronze damit, ich konturiere damit meine Nase, ich gebe mir Highlighter auf und ich gebe auch Rouge damit auf. Und schminke meinen Alltagslook damit. Das ist so eine geile Palette. Ich kann sie einfach nur empfehlen. Ich habe gesehen, die gibt es nicht mehr lange. Ich heule, weil ich die nicht nochmal nachkaufen werde. Ich heule zutiefst, weil die einfach so geil ist. Und Hatti, wenn du dieses Video siehst, bitte, bitte, bitte schick mir noch eine zu. Nee, Quatsch. Aber ich, großes Lob, das ist die beste Palette, die es gibt. Und wenn ich mich für eine von all meinen Paletten, die ich jemals getestet habe, entscheiden müsste, mich für eine entscheiden müsste, wäre es diese. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Dann komme ich zur Holy Palette und da, die ist halt nicht weniger gut, aber die ist halt genau noch geiler, also von den Farben her. Die ist so special, auch gerade diese zwei Farben, das Blau und Aquar und Entfernung, die zwei Farben, die sind so geil. Und ich trage heute zum Beispiel auch die Farbe Heaven und Holy auf meinem Lid. Die Farben sind der Wahnsinn. Ich kann einfach nur sagen, die zwei Paletten ergänzen sich so, so geil. Und wer wirklich sich was schenken lassen möchte, vielleicht auch jetzt noch zu Ostern, holt euch die. Die werden vielleicht nicht mehr lange verkauft und ich kann sie einfach nur empfehlen. Es sind 104 Euro. Ich weiß, dass das beide Paletten 104 Euro zusammen kosten und dass das eine Stange Geld ist. Aber sie lohnen sich so hart. Ich kann ohne diese zwei Paletten nicht mehr. Und wenn ich wirklich, wie gesagt, mir nur noch zwei Paletten aussuchen dürfte, wären es die zwei, weil die sich so geil ergänzen. Ich habe jede Farbe da drin, die ich brauche. Dann komme ich noch zu einer Neutral Palette und die ist wirklich einfach nur mega geil. Und das ist die Born This Way Natural Nudes Palette von Too Faced. Die habe ich noch ziemlich neu, das ist diese hier. Und die Farben. Die Farben, die schreien doch einfach schon nur geil, oder? Also wirklich, die Farben. Was sind das für Farben? Die lassen sich so schön verblenden. Die ergänzen so geil jeden Look. Und du kannst diese Palette überall mit hinnehmen. Du kannst damit einen Alltagslook schminken, einen Abendlook, einen Special-Look. Die ist so schön. Und die ist auch so geil für Anfänger. Also wirklich, 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 wirklich geiles, geiles Produkt. Ciao. Und dann kommen wir wahrscheinlich zu der Palette, die ich für meine Augen-Make-up-Looks am meisten benutzt habe und tatsächlich, die ich euch auch schon in zwei Videos gezeigt habe. Das ist die Urban Decay Stone Wipes Palette. Die ist so mega. Allein dieses Packaging, ihr habt es in deiner Aufnahme gesehen. Was ist das für ein Packaging? Ich liebe diese Palette. Es ist die schönste Palette vom Packaging her, die ich habe. Die ich besitze, die ich habe. Die geilste. Wirklich einfach nur geil. Der Pinsel, der da drin ist, den benutze ich auch. Als einzigen Pinsel aus irgendeiner Palette. Ich habe noch andere Urban Decay Paletten. Ich habe Anastasia Beverly Hills Paletten. Das ist der einzige Pinsel, den ich benutze von denen. Und die Farben, die ergänzen jeden Make-up-Look. Du kannst die mit hinnehmen. Du kannst was Specialiges schminken. Du kannst was Normales schminken. Das ist echt so eine geile Palette. Du hast eine Farbauswahl, die schreit wirklich meinen Namen. Und wenn ich wahrscheinlich eine Palette kreieren müsste, wäre es so eine. Oder könnte oder würde, dann wäre es die. Es wäre die. Die schreibt meinen Namen. Wirklich, die Farben, die Anordnung, die matten Farben, die Schimmerfarben, die sind so marmoriert, die Lidschatten, und schimmern dann in verschiedenen Shifts. Die ist echt der Wahnsinn. Also ich weiß nicht, die ist so toll. Ich kann ohne die nicht mehr leben. Und dann habe ich jetzt noch ein Produkt, was ich auch ganz neu habe, aber was ich jetzt schon in mein Herz geschlossen habe. Und das ist ein Lippenprodukt. Und zwar ist das ein Lipgloss von Maybelline in der Farbe 003 Moon. Und zwar der Gloss Hyaluronic Acid, was weiß ich, der hier, der so gehypt wird auf TikTok. Ich liebe diesen Gloss, er ist wunderschön, er ist toll, er lässt sich toll verblenden, er klebt nicht, er ist günstig. Es gibt ihn in vielen, vielen verschiedenen Farben, er schimmert schön. Ich will noch die Farbe Eis haben, ich kann tausende Sachen dazu aufzählen. Das Video wird viel zu lang sonst. Der ist toll, ich zeige ihn euch nochmal in der Nahaufnahme, das habt ihr schon gesehen. Ich
weiß nicht, was ich dazu noch sagen muss. Ich trage ihn auch heute wieder. Man kann ihn über Liquid Lipsticks tragen, man kann ihn über einen Lippenstift tragen, man kann ihn über einen Lip Liner tragen, man kann ihn solo tragen. Er hat eine tolle Farbabgabe, er hat ein tolles Bürstchen, zum, also so ein Applikator zum draufbringen, weil der schön groß ist. Man kann es toll dosieren. Der läuft nicht aus, der klebt nicht, der schimmert ein bisschen, er fühlt sich nicht eklig an, er hält lange. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen muss. Es ist ein perfekter Gloss, also toller Gloss. Ich zeige ihn euch jetzt nochmal hier auf meinen Lippen und ich trage ihn jeden Tag, er ist toll. So, meine Lieben, das waren meine Favoriten aus den letzten paar Monaten tatsächlich. Speziell jetzt aus dem März, aber wahrscheinlich schon vorher. Ich liebe diese Produkte. Falls ihr die Produkte vielleicht mehr in Action sehen wollt, folgt mir gerne auf Instagram oder TikTok. Dort zeige ich euch mehrere Looks damit und lade öfter hoch als hier auf YouTube. Dementsprechend schaut gerne in der Infobox vorbei. Das sind alle meine Social Media Links. Abonniert mich dort gerne und auch genauso hier auf meinem Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Nächste Woche geht es mit einem ziemlich coolen Video weiter. Wenn ihr ein Interview mit einem richtigen Psychologen sehen wollt über das Trans-Thema, dann schaltet beim nächsten Mal super, super gerne ein. Das wird in ein paar Tagen der Fall sein. Dementsprechend abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein nächstes Video mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch so für Videos sehen wollt und gebt dem Video einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!